Nun denn, weiter geht es. Bauen wir ein paar weitere Sachen aus. Wir müssen eine Messe lesen, wir müssen noch zwei Kisten finden. Und wir müssen allen voran sicherstellen, dass unsere Gebiete hier schön sicher sind. Außerdem könnten ein paar Ehefrauen und ein bisschen was an Unterhaltung nicht schaden, nicht wahr? Zimmern wir also schon mal unsere Taverne hoch. Wo würden wir unsere Schwerter herziehen, frage ich mich. Wir hatten hier unten geplant. Also setzen wir diese Planung mal fort. Können wir, wenn wir das machen, dann... Ja, ist in Ordnung. Aber wirklich, beide Straßen. So sieht es hier also aus. So. Und so. Setzt die Kaserne direkt nebenan und lasst die beiden Schmieden dann auch daneben entstehen. Zu uneben? Ich glaube ja eigentlich nicht wirklich dran, aber wenn das Spiel meint. So. So haben wir zumindest ein bisschen Zugriff auf ein paar Schwerter. Wir können auch nebenbei ein bisschen Party machen. So, und damit kommen die Ehefrauen hoffentlich relativ schnell zusammen. Ein Getreidebauer hat kein Korn. Oh, ich weiß, aber unsere Viehzucht ist hier schon in gutem Zustand. Getreide geht klar. Getreide geht klar. Bienenzeit. Das Lagerhaus ist voll. Oh. Was hat Ryan jetzt schon von uns? Dann wirklich, warum ist Ryan hier? Achso, der Chef. Wunder mich schon. Okay, wir können schon ein bisschen Honig. Kein Platz im Lagerhaus. Da war ja etwas. Wir können erst ein bisschen Milch verkaufen. An Kaiser Otto. Der Kaiser liebt seine Milch. So, und Bienen. Und so. Ausbauen. Das Schiff wird den Hafen wieder verlassen. Du wirst ausgebaut. Du hier hinten brauchst auch deinen Ausbau. Heute haben wir keinerlei Zugriff drauf. Die werden wir irgendwann importieren müssen. Mal schauen, wann dies irgendwann sein wird. Entsprechend sollten wir unsere Apotheken vielleicht schon ein bisschen verteilen. Setzen wir erst nach dahin. Ist wie gesagt für später. Noch brauchen wir jetzt nicht wirklich. Aber wir werden sie brauchen. Da spreche ich das Spiel jetzt mal vor lauter Freude. Haben wir eigentlich die Steinbrüche hier oben schon leer? Haben wir. Okay, wir sollten also neue Steine beschaffen. Auf euren Befehl. Dann müssen wir kurz mal den Geologen wieder anschmeißen. So, und hier hinten auch nochmal eine. So hin. Die Kirche kann auch einen Ausbau kriegen. Können wir mal vervollständigen. So, verfügt der überhaupt? Ja, der verfügt über Belagerungsgerät. Das ist automatisch unglücklich. Einem Steinmetz
Jetzt fehlt es an Stein. Die Mauern sind, mit der Ausnahme von dieser Position hier, überall weit genug weg, damit wir nicht mit einem einfachen Mauerkatapult draufschießen können. Ah, hier könnte es auch ganz knapp sein. Vielleicht ein bisschen dran zu kommen. Aber wir müssten theoretisch die ganzen Leute irgendwo beschäftigen, damit die daran, damit er dahin käme. Also keine wirkliche Option. Ein Karren wurde ausgesandt. So, kurz das Lager ein bisschen bereinigen. Ein Karren wurde ausgesandt. Fehlt an Reinigungsgütern? Das klingt an einer verdammten Lüge. Steinmetz fehlt es an Stein. Wir können die beiden auch nochmal verdoppeln. Ja, können wir, absolut. Fisch haben wir schon hier. Ziehen wir Fisch hier rüber. Und eine zweite Metzgerei können wir auch noch gebrauchen. Die haben wir hier. Da kommt die zweite nach hier hin. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Von allem anderen haben wir auch jeweils zwei. Also das ist alles soweit in Ordnung. Steinmetz fehlt es an Stein. Anschmeißen. Schon unterwegs. Unser Geologe alles klar. Sich zu einem Einsatz. Wie ihr wünscht. Und Honig wird weiter beschafft. Party! Na, lassen wir die Straße einfach mal so. Belassen wir es auf Pfaden. Wenn alles aus Pfaden besteht, dann fallen unsere nicht auf und wir müssen keine Steine investieren, um die Ästhetik anzupassen. Steinmetz fehlt es an Stein. Auf euren Befehl. Ja, das wissen wir, aber der Geologe ist unterwegs. Der braucht aber scheinbar länger als die Leute mit dem Handkarren. Was? Der Ruf der Stadt ist gesunken, ich verstehe. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Wir können ein bisschen mehr Party machen, ein paar mehr Frauen reinkriegen in die Stadt. Majestät, meine Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen. Wir müssen außerdem noch zwei Kisten finden und ich habe keine Ahnung, wo die sein möchten. Wir müssen natürlich nicht, aber definitiv wollen wir zwei Kisten finden. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Burg auf Stufe 4, zwei Badehäuser. Badehäuser dürfen wir noch nicht. Majestät. Die Burg können wir längst schon mal ausbauen. Kirche können wir auch vervollständigen. Keine Steine. Hoppla. Wir haben da oben auch nochmal Steine. Die haben wir aber auch schon beschafft. Können nebenbei noch ein bisschen mehr Party machen. Aber in erster Linie müssen wir jetzt darauf aufpassen, dass wir nicht das Bevölkerungslimit überschreiten und uns in eine blöde Situation bringen. Also prüfen wir, ob alles überall ausgebaut ist. Nein. Halt, stopp. Du fehlst noch. Die Schmiede hier fehlt noch. Und damit können wir nicht mehr weitergehen. Na gut, wir werden weitergehen können, weil wir 6 Holzverleuten haben und so viele nicht brauchen. Wir lassen die hier oben stehen, weil die uns helfen können. Und wir lassen zum Beispiel den hier bei der Burg weg. Die Holzverleuten von außerhalb der Stadt lassen wir. So und so. Einmal die Kathedrale voll hochzimmern. In so einer abgegrenzten Kathedrale können wir natürlich keine vernünftige Messe lesen. Das steht sich von selbst. Dieb. Wie ihr wünscht. Sollt hoch. So gut wie erledigt. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Des Weiteren möchten wir ein paar Brunnen verteilen. Neben jede dieser Holzverlöten. Um die Palisaden überall zu beschützen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wir können die sofort gelöscht werden von diesen Holzfällern. Was ja Sinn der Übung ist.
Wir haben noch genug. Wir können auch bestimmt die 10 Ehefrauen noch mit reinholen. Zwei Badehäuser würden wir brauchen. Und dann könnten wir aufsteigen. So, Dieb, ich möchte mir die Zitronen hier oben ansehen. Steinbruch müde. Inakzeptabel, wir brauchen Steine. So, Gattern. Da ist im Gattern eine Kiste versteckt. Und zwei gibt es noch. Und beide wollen wir noch. Das Lagerhaus ist voll. Ist vielleicht einer hinter unserer Burg irgendwo versteckt oder im Umfeld? Vielleicht auch auf unserem Hauptgebiet? Und das haben wir, glaube ich, ziemlich gar nicht geprüft. Ob unser Hauptgebiet Kisten hatte. Wäre nämlich schon wieder lustig. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ich weiß. Hier, schmeißen wir an. Verstanden. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Jawohl. Schon unterwegs. Sofort. Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs. Auf haben wir hier vielleicht eine Kiste? Oder im Hafengebiet? Das Hafengebiet haben wir auch noch nicht geprüft. Ob das vielleicht noch welche hat. Meint ihr, die zählt? Ich meine, die sieht ja sehr offensichtlich aus und sieht eher nach Deko aus, aber das muss nichts heißen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Das Lagerhaus ist voll. Ja. So, hier sieht es bislang noch nicht auf den ersten Blick riesig kistig aus. Tatsache. Okay, eine fehlt noch. Die wird eine Katastrophe zu finden sein. Die letzte Kiste ist immer eine Katastrophe. Auf dem Weg. Guten Tag. Ja. Das Schiff hat den Hafen wieder verlassen. Ich erwarte das Kloster gerade, um die Wahrheit zu sagen. Wie ihr befehlt. Auf den Weg. Oder hier das Außengebiet. Denn ich habe das Gefühl, die Kisten sind nicht hinter Mauern versteckt. Hier haben wir den Wald zum Beispiel noch nicht wirklich abgeprüft. Ich möchte die Kisten haben, bevor wir großartig voranschreiten. So gut wie erledigt. Ja. Ja. Das Kloster hatte eine Palisade. Sofort. Wie ihr das wünscht. Lagerhaus ist voll. Alles klar. Alles klar. Alles so, klar. Nö. Ei. Nicht sehr kistig. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ei. Jawohl. Verstanden. Ja, durch die ganzen Bäume alles kann ich es gerade noch nicht wirklich sehen. Wie ihr wünscht. Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Jawohl. Jawohl. Verstanden. Jawohl. Alles klar. Gut, das Lager ist natürlich wieder überfüllt. Das heißt, es geht erstmal ein riesiger Haufen Holz da weg nach zu Sir Waldemar. Wir haben wieder viel zu viel Milch. Ein Karren wurde zu Waldemar. Viel zu viel Wolle. Zu Waldemar. Ein Karren wurde alles klar. Ausgesandt. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Sofort. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Alles klar. Sofort. Alles klar. Jawohl. Verstanden. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Alles klar. Jawohl. Gut, Dieb. Auf dem Weg. Ei. Ja, natürlich. Hat das Kloster vielleicht irgendwo eine Kiste? Sowas in der Art.
Sieht nicht sehr artig aus. Na gut, sei es drum, beten wir. Unsere Aufgabe erfordert es. Amen. Hi, alles klar. Jawohl. Ich will mir die Nachbarschaft erkunden. Vielleicht bekomme ich ja Fische für unseren Teich. Ach ja. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Die Stelle hier unten, die sehr verdächtig nach Fisch aussah. Vielleicht gibt uns jemand dann sogar Kräuter auf unser Gebiet. Ich nehme mal an, dass das Spiel nicht vorgesehen hat, dass wir erstmal das ganze Gebiet fressen und absichern, bevor wir zum Landvogt aufsteigen. Ich werde angegriffen. Aber um fair zu sein, ist es immer, wie wir Dinge machen. Unnötig übertrieben. Wir könnten an diesem Punkt sogar schon anfangen, die hier ein bisschen von ihren Truppen zu befreien, eine Armee auszuheben und einfach hier alles abzuschlachten, was sie uns entgegenschmeißen können. Verstanden. Den ersten Jawohl. Gegner schon ein bisschen deaktivieren. Jawohl. Hallo, mein Name ist Pelgrim, Bischof von Passau. Bitte sagt eurem Herrn, dass ich ihn besuchen möchte. Es ist Thorheil. Das ist ein Versuchswort. Ich brenne deine Stadt nieder, wenn du nicht die Tür aufmachst. Wie das Losungswort? Ich habe kein Losungswort. Geht und fragt, ob ich eintreten darf. Na gut, das dauert ein Weilchen. Oh, ich dachte schon, wir müssen jetzt losziehen und ein Losungswort suchen. Nein, das ist keine Kiste, das ist ein umgestürzter Baum. Oder irgendwie ein Baum. Er wird einer zu Graf Wolfgang. Mach das Tor auf, damit er durch kann. Unser Schiff wird den Hafen wieder verlassen. Sofort. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ihr könnt passieren. Reitet ja. Zum Marktplatz. Jawohl. Schon unterwegs. Ja, dann lass mich rein. Das nächste Mal mit Losungswort. Verstanden. Alles klar. Ihr könnt diese Siedlung schon zu diesem unterwegs. Zeitpunkt nicht betreten. Ihr Hast du irgendwo eine Kiste? Zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Ja, ist gut. Danke. Auf euren Befehl. So. Hallo, ich bin Pilgrim, Bischof von Passau. Der Kaiser höchstpersönlich hat mir befohlen, Passau wieder aufzubauen. Ich brauche weitere Handelsverbündete, damit ich Passau wieder zum neuen Glanz verhelfen kann. Mein Name ist Graf Wolfgang. Ich kenne Passau noch aus früheren Zeiten, wie es voller Glanz erstrahlte. Doch seitdem Heinrich und Geser Passau dem Erdboden gleich gemacht haben, werdet ihr es schwer haben, Passau wieder aufzubauen. Schon fast fertig. Ein Steinbruch ist erschöpft. Brauchen noch ein paar Ränge. Könnt ihr mich trotzdem mit Handelswaren unterstützen? Und vielleicht hättet ihr Lebendfische für mich, die ich in meinem Teich setzen kann, damit sie sich vermehren. Ich würde natürlich auch Gold zahlen dafür. Nun handeln wir. Allerdings, wenn es Heinrich herausbekommt, stehe ich den Handel ein. Ich möchte nicht von seinen Soldaten abgemurkst werden. Hier habt ihr ein Pärchen Forellen und ich hoffe, es reicht euch. Hier gebe ich euch als milde Gabe mit. Oh, vielen Dank, das hilft uns weiter. Wie ihr wünscht. Nicht so sehr, wie man denken mag. Sofort. Hast du einen Handelsposten? Nee. Alles klar. Dann will ich erstmal die Fische in den Teich setzen. Schon unterwegs. Wo ist die letzte Kiste? Ist vielleicht irgendwo hier hinten hinter der Burg? Wir haben den Steinhaufen für Ewigkeiten übersehen, also nicht unrealistisch. Es wäre geschafft. Nun schnell groß werden, ihr süßen Forellen. Fischgebiet.
Auch Salz ist wichtig für meine Bürger. Ich sollte welche beschaffen. Hilfe gebeten. Oh. Ich sehe. Wir wurden um Hilfe gebeten. Ich sehe. Wir müssen uns um dieses Problem kümmern. Das hat sich geregelt. Wir wurden um Hilfe gebeten. Der Käse hat sich auch sofort geregelt. Wir waren erfolgreich. Ja, Brot ist das Einzige, was wirklich fehlt. Hi. Geschafft. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Diese Aufgabe ist erfüllt. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ich weiß, aber haben wir nicht schon... Von mir aus. Fein. In Ordnung. Aber Kiste, wie sieht's damit aus? Verstanden. Wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Die haben wir schon. Verstanden. Auf eure Wo Befehl. Könnte es Alles noch klar. eine geben? Verstanden. In der Mitte von deren Stadt? Sehe ich jedenfalls noch nicht so viel. Das sind Pilze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Der Kaiser vielleicht noch was? Ich habe was angelegt, bringt Güter, hat der Güter als Güter Salz, damit ich einfach nicht hinreiten muss. Nö. Also ist mir egal. Hier müssten wir hinreiten zum Einkaufen. Hat der Kaiser vielleicht auch irgendwo eine Kiste rumliegen? Dass die Kisten halt in den direkt von Anfang an betretbaren Regionen rumliegen. Wenn ich davon ausgehe, dass in jedem Landstrich nur eine einzige Kiste ist. Was eine Vermutung ist, aber meine Quelle ist, dass ich mir verdammt nochmal ausgedacht habe. Und entsprechend vergleichsweise unzutreffend, würde ich schätzen. Das Lagerhaus ist voll. Können wir eigentlich schon Belagungsgerät? Nö, das braucht Erzherzog. Dieses überfüllte Lagerhaus jedes Mal. Ein Karren wurde ausgesandt. Sofort. So viel Salz. Bonus aktivieren Salz. Okay. Außerdem können wir kurz mal sagen, dass wir das Brot herstellen können, das wir brauchen. Hört mal auf, Brot zu essen. Benutzt die ganzen anderen Nahrungsmittel, die wir besitzen. So. Sehr schön. Brot ist beschafft. Ihr dürft wieder. Gebt mal eine Ladung Salz. Schon unterwegs. Ei. Wir machen einfach weiter, während wir nebenbei die verdammten Kisten suchen. Alles Ansonsten klar. halten wir uns zu lange mit Kisten auf. Wie wir es bisher schon die ganze Zeit schon getan unterwegs. Haben. Ab einem gewissen Punkt müssen wir halt in die verdammten Kräuter kommen, damit wir weiter bauen dürfen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Und darauf Alles zu warten, klar. bis wir Verstand. Die letzte verdammte Kiste in diesem Heuhaufen gefunden haben. Wäre. Verstanden. Nun, es wäre nicht vernünftig. Verstanden. Wie ihr wünscht. Es wäre einfach nicht Sofort. Angebracht. Jawohl. Sofort. Sofort. Verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Rohstoffen ist Sofort. Sofort. Alles klar. Wir brauchen abwechslungsreiche Nahrung, damit die Bürger nicht krank werden. Brot, Käse, Wurzeln, geräucherten Fisch. Fisch. Haben wir schon alles. Das wäre geschafft. Ich schaue mich mal weiter um. Jawohl. Hallo, mein Name ist Pilgrim, der Bischof von Passau. Ich bitte um Einlass.
Ein Moment, bitte. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Was ist jetzt als später? Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Verstanden. Da steht ein gewisser Pilgrim vor dem Tor. Der will Kriemhild besuchen. Mach mal auf. Ihr könnt passieren. Pleite zum Marktplatz. Gold aus. Wir müssen nicht pleite gehen im Moment. Vielen Dank. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Aber ich will noch nicht zum Marktplatz. Ich möchte erstmal abprüfen, ob ihr irgendwo eine verdammte Kiste rumliegen habt. In eurem Wald. Sofort. 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 Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. Sofort. Wie ihr wünscht. Wonach es nicht wirklich aussieht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Wir werden die aber finden. Jawohl. So. Wie ist es überhaupt möglich? Das Lagerhaus ist voll. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Pilgrim, Bischof von Passau. Kaiser Otto hat mir aufgetragen, Passau wieder aufzubauen. Könnt ihr mir mit einem Bündnis beistehen? Auf euren Befehl. Ich bin Herzogin Kriemhild. Allerdings bin ich nicht lebensmüde und werde mich nicht mit euch verbunden. Dann hätte mein letztes Stündlein geschlagen, wenn dies Heinrich und Gesa rausbekommen. Wenn ich die beiden dazu bekomme, Frieden zu schließen, dann aber schon, oder? Ja, aber nur, wenn alles friedlich bleibt. Ich bin froh, dass sie beim Sturm von Passau mich am Leben gelassen haben. Ich wünsche euch ein gutes Händchen bei den Friedensgesprächen. Ich werde meine Tore auch wieder schließen, solange kein Frieden herrscht. Ich werde mich für den Frieden einsetzen. So der Helm im Himmel dies will, wird es auch geschehen. Ei. Jawohl. Bleibt mir wohlgesonnen. Verstanden. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Die Leute wollen es jetzt alles friedlich regeln. Wir rüsten trotzdem zum Krieg, für den Fall. Involviert das? Meine Bürger verfallen einfach nach Unterhaltung. Dürfen wir also ab jetzt lustige Sachen machen? Ja. Und damit dürften wir auch zum Marquis aufsteigen. Zählt unter diesem friedlichen Aspekt auch, dass wir nicht deren ganze Armee abschlachten, solange wir es können. Und nehmen wir ganz kurz deine ganzen Ressourcen. Oh Gott, die Eisenmine wird nicht leer gehen. Wenn wir hier eine Bresche schlagen könnten, das würde gehen. Dann könnten wir in die Stadt rein. Dafür müssten aber zuerst alle anderen Truppen weg sein. Da könnten wir uns hier reinsetzen und den stilllegen. Auf euren Befehl. Ah, wir werden sehen müssen. Wir werden bestimmt eine kriegerische und eine... Jawohl. Hier ist die Sache. Frieden schließen mit den beiden. Vielleicht. Hängt davon ab, wie die sich verhalten werden. Aber theoretisch, nach allem, wie die sich verhalten haben, sind das einfach Verräter. Wie ihr wünscht, auf dem Weg, wie ihr befehlt, auf der Stelle. Unser Dieb wurde entdeckt. Auf dem Weg, so gut wie er lebt. So, wie ist Neuburg denn aufgestellt? Ist voll. Da oben sitzen die beiden. Die Truppen von Neuburg könnten wir theoretisch rausziehen und zusammenschlachten. Neuburg selbst hat einen doppelten Wallring, ist aber recht angreifbar darüber hinaus. Na, für den Moment. Wenn hier Katapulte stehen würden, wäre die Stadt deutlich komplexer anzugreifen. Die Wälder verhindern, dass wir Belagerungsgerät frei bewegen können. Was bedeutet, wir würden einen Belagerungsturm vorausschicken müssen, um den Beschuss auf uns zu ziehen. Aber Neuburg ist aktuell recht schwierig einzunehmen. Im Gegensatz zu Hackelberg, was wir einfach wortwörtlich schon umzingelt haben.
So, ich möchte gerne, dass diese komischen marodierenden Banden, die aus unterwegs sind, verschwinden. Auf euren Befehl. Wir marodieren nun selbst einmal um die Stadt Tackelberg drumherum und schauen mal. Der Feind wird aller Wahrscheinlichkeit nach seine Leute nachrekrutieren. Das ist aber in Ordnung, solange wir es schaffen, die aus der Position zu ziehen, damit sie uns nicht im verdammten Weg stehen. Wir könnten dessen schon mal die zwei Badhäuser bauen.